Es geht immer ein Stückchen mehr und nach genau diesem Motto darf ich euch in diesem Video mitnehmen auf die längste Skirunde der Welt, die Kids-Ski-Welt-Tour mit bis zu 88 Kilometern und über 17.000 Höhenmetern. Das versuchen wir heute und das wird höchst sportlich, aber ich kann euch versprechen, wir erleben dabei fantastische Bergpanoramen wie den Wilden Kaiser, die Hohe Salve, die Hohe Tauern und das Kitzbüheler Horn. Wir werden spannende Pisten fahren, wir kommen an der Strecke vorbei und erleben auch dort das Erlebnis vom Hahnenkammrennen. Und ich verspreche euch, es wird ein sehr unterhaltsames Video. Deswegen jetzt direkt rein in den Tagesstart. Morgens in Going, kurz vor 8, vor der Liftöffnung. Los geht's! Gleich geht der Lift hier los in Going mit der Astbergbahn, unser erster Lift auf der längsten Skirunde der Welt. Und der Wilde Kaiser, der erstrahlt im Morgenlicht. Es wird fantastisch, es wird aber auch höchst sportlich. Deswegen jetzt Skier an und rein ins Abenteuer. Los geht's! Wart ihr denn schon mal in der Skiwelt Wilder Kaiser Brixental oder in Kids Ski zum Skifahren unterwegs und habt vielleicht schon mal eine der Kids Skiwelt-Touren ausprobiert? Schreibt eure Erfahrungen gerne unten in die Kommentare und vor allen Dingen, von welchem Ort aus ihr gestartet seid. Das interessiert mich besonders und jetzt weiter im Takt. Wahnsinn, was für ein Panorama hier am Morgen. Schaut euch das hier an, es ist bereitet, noch kein Mensch oben. Wir sind die Ersten, jetzt Skischuhe zu und ab zum nächsten Lift. Auf geht's! Unglaublicher Tagesstart hier oben vom Astberg runter, 1250 Meter. Dieser Ausblick dann auch raus, wo wir gleich hinfahren werden. Und jetzt nächster Lift, der Sonnenlift. Und unten im Tal gelegen sind die vier Kaiserorte und für euch auch mögliche Einstiegspunkte in diese Skirunde, und zwar Söll, Schäffau, Elmau und Going. Wir sind in Going gestartet und ziehen jetzt rüber Richtung Hartkaiser, dem nächsten Berg. Und schon sind wir in Elmau angekommen. Jetzt geht's auf von Elmau hier mit der Hartkaiserbahn. Übrigens, wenn ihr hier in Elmau seid, könnt ihr euch auch mal das Bergdoktorhaus anschauen. Das ist da hinten gelegen, nicht weit, aber heute auf der Skirunde unmöglich. Einstieg, denn die Zeit drückt. Jetzt sind wir oben am Hartkaiser auf 1520 Metern angekommen. Hier oben ein zentraler Dreh- und Angelpunkt überhalb von Elmau und auch einige Hütten. Wenn ihr einkehren wollt, es gibt über 80 Hütten im Skigebiet. Aber auf der großen Skirunde, da habt ihr keine Zeit, da müsst ihr euch richtig reinlegen. Und das machen wir jetzt auch. I came from the mud, there's dirt on my head. Traumhafte Skiverhältnisse hier am Morgen, richtig griffige Piste und wir hatten auch schon einige Abfahrten für uns. Mega Spaß gemacht. Weiter geht's. Von hier aus fantastischer Ausblick und wir sehen noch nicht mal unser Ziel. Es ist noch hinter den Berggipfeln und hier vorne raus, da liegt der Hahnenkamm, da liegt die Streif, die werden wir in diesem Video auch noch besichtigen. Es ist unglaublich, wie viele Kilometer wir abreißen und damit auch wie viele Täler. Weiter geht's.
kommen wir in Schäffau an und hier ist es so, die Pisten sind noch frisch am Morgen. Jetzt so langsam wird es voller im Gebiet und die Leute kommen um 9 Uhr auf die Pisten. Wir waren um 8 Uhr ja schon richtig früh dran. Fantastisch, richtig gut zu fahren. Jetzt sind wir zwischen Schäffau und Brixen im Tale auf dem Zinsberg angekommen und von hier aus habt ihr einen traumhaften Ausblick auch raus Richtung der Hohen Salve, die ihr da drüben seht. Dort oben ist die höchste Wallfahrtskirche Österreichs, also auf jeden Fall ein Besuch wert. Liegt heute nicht auf der längsten Skirunde, die wir fahren, aber wenn ihr im Gebiet seid, solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeifahren. Interessant für alle, die in Itter oder auch in Söll oder in Hopfgarten ihre Unterkunft haben, ist, dass ihr von dort aus natürlich auch eure Skirunde jeweils starten könnt. Wie das Ganze so zu planen ist und welche Skirunden es gibt, welche Informationen es gibt, das zeige ich euch, wenn wir gleich oben auf der Choralpe sind. Da checken wir die Fakten rund um die Skirunde. Von hier aus sehen wir jetzt auch die Choralpe, nämlich genau dort oben. Wir fahren mit dem Lift gleich da hoch und die Pisten heute Morgen frisch präpariert, richtig griffig. Macht richtig Spaß gerade zu fahren und hier gehen Tal. Kommen wir zum obligatorischen Faktencheck. Was erwartet euch, wenn ihr hier auf die längste Skirunde der Welt, die Kids-Ski-Welt-Tour, starten möchtet? Zunächst einmal zwei Skigebiete. Auf der einen Seite die Skiwelt Wilderkaiser-Brixental und auf der anderen Seite das Skigebiet Kids-Ski. Und zusammen ergeben sich damit insgesamt über 500 Pistenkilometer und über 140 Liftanlagen. Und auf der Internetseite kidsskiwelt.at könnt ihr euch eure individuelle Skirunde durch diese beiden Gebiete zusammenstellen. Und die längste Skirunde der Welt ergibt sich dann, wenn ihr von Going bis nach Mittersill plant, denn da haben wir insgesamt 88 Pistenkilometer und über 17.000 Höhenmeter. Wichtig zu wissen ist, dass ihr diese Tour eben mit dem Verbundskipass der Super Ski Card fahren könnt. Oder ihr kauft euch für euren Liftpass, den ihr eh schon für zum Beispiel eine Woche in der Skiwelt oder in Kitzbühel habt, ein Zusatzticket. Und dieses Zusatzticket erlaubt euch dann, beide Skigebiete zu nutzen. Zwischen Key West und Pengelsteinbahn müssen wir eine Skibusverbindung nutzen, die aber alle 10 Minuten fährt. Und das werdet ihr auch noch in diesem Video sehen. Das heißt jetzt viel Spaß mit den weiteren Aufnahmen. Fakten sind gecheckt. Auf geht's! So, nach Faktencheck geht's weiter Richtung Kitzbühel. Eine Info habe ich noch für all diejenigen, die in Westendorf unterkommen. Das ist die Gondel, die euch auf diese Skirunden auf die Kids-Ski-Welt-Tour bringt. Mit dem neuen Achtersessellift hier oben auf den Flyding hochgefahren und sind an der Top of Skiwelt auf 1869 Metern, der höchste Punkt im Skigebiet Skiwelt und das mit diesem Panorama hier. Der Punkt, wir müssen jetzt, um die Skigebiete zu wechseln, einmal kurz eine Skibusverbindung nehmen, die 4 Minuten dauert und alle 10 Minuten im Rhythmus fährt. Den schnappen wir uns jetzt. Jetzt sind wir am Pengelstein mit der Pengelstein 1 Bahn angekommen im Skigebiet Kitzschi und jetzt heißt es für uns grob in Richtung Streif. Wir schauen uns an, wo das legendäre Weltcuprennen ausgetragen wird. Und Orbi!
Auf der Abfahrt Richtung Kitzbühel runter kommen wir auf die Spuren der Streif. Denn hier, seht ihr, ist alles aufgebaut. In den nächsten Tagen findet das Rennen statt. Und hier ist der erste Sprung, die Mausefalle. Und wir fahren jetzt weiter entlang der Familienabfahrt, entlang des spektakulären Rennens. Und während wir jetzt die Familienabfahrt hinab bis nach Kitzbühel fahren, verläuft die Streif rechts von uns. Insgesamt ist diese Abfahrt über 3 Kilometer lang und stürzt die Fahrer von oben bis unten 800 Höhenmeter in die Tiefe. Und das mit Gefällepunkten bis zu 85%. Und wenn man das hier dann wirklich sieht, merkt man, wie steil es an einigen Stellen und Sprüngen wirklich ist. Hier auch noch mal im direkten Blick die Hausbergkante. Da geht es richtig bergab dahinter. Und ihr müsst euch vorstellen, die Geschwindigkeiten, mit denen die Fahrer darüber fahren und springen, gewaltig. Und dann direkt hier Kitzbühel im Blick. Hier seht ihr jetzt den Zieleinlauf und da werden die Fans jubeln, wenn die Fahrer ankommen. Kitzbühel im Tal gelegen und wir fahren jetzt mit der Hahnengammbahn hoch und werden uns das Starthaus mal anschauen. Auf geht's! Jetzt sind wir an der Bergstation der Hahnenkammbahn angekommen und jetzt im direkten Blick das Starthaus der Streif. Dort stürzen sich die Fahrer ins Gefälle hinein und dann direkt über die Mausefalle, die wir eben auch schon gesehen haben. Das spektakulärste Skirennen der Welt und wir fahren die längste Skirunde der Welt. Deswegen weiter im Takt. Jetzt geht's auch für uns wirklich ans gesamt andere Ende des Skigebiets, nämlich nach Mittersill, nach Höllersbach. Und dafür müssen wir jetzt die 3S-Bahn hier in Kitzschi nehmen. Erstmal über die Kaserer Eckbahn und dann 3S. Da ist das Ding. Die 3S-Verbindung bringt uns jetzt rüber. Fabelhaft. Die Sonne, der Schnee, das macht gerade einen richtig guten Eindruck und jetzt geht's auf nach Mittersill. Wir sind jetzt gerade auf den Bärenbartkogel hier auf 1883 Meter hochgefahren. Jetzt geht's hoch zum 2000er und dann ziehen wir rüber zur Resterhöhe. Und das Panorama hier ist absolut sagenhaft. Gleich zeige ich euch mal den Großvenediger und die Hohe Tauern, wenn wir am Resterkogel sind. Es wird richtig knapp, also heute drückt die Zeit ordentlich, aber wir sind jetzt auf dem Weg Richtung dem alten Punkt des Skigebiets. Jetzt sind wir am Resterkogel angekommen und von hier aus hat man einen fantastischen Blick in Richtung Hohe Tauern. Und wir möchten aber bis runter zur Breitmoosalm. Da ist der weiteste Punkt, den wir uns von Going entfernen können auf der längsten Skirunde. Und das genießen wir jetzt noch. Und das ist er jetzt, unser letzter Punkt, nämlich hier überhalb von Mittersill an der Breitmoosalm und Hollersbach. Wir kommen nicht ganz ins Tal, das wäre eine Gondelverbindung. Das ist jetzt witzlos für Skifahren. Wir müssen nämlich die gesamte Strecke noch retour, deswegen keine Mittagspause um 12.30 Uhr jetzt, sondern voll Gas zurück nach Going. Und dass das heute gelingt mit der längsten Skirunde der Welt, haben wir uns professionelle Hilfe dazu genommen, den Christian. Grüß dich, Christian. Servus, hallo. Er hat uns durch die Tour geguidet und ich kann euch das empfehlen. Sie ist zwar schon gut ausgeschildert, aber dadurch, dass jeder Lift und jede Piste sitzen muss, um ans andere Ende des Gebiets zu kommen, war es sehr cool, dass du mit dabei bist. Jetzt muss es aber auch komplett bis Going gelingen, Christian, deswegen... Ja, jetzt gehen wir Gas, aber mit dir, du bist der super Skifahrer, da ist ja das überhaupt kein Problem. Danke dir, schön zu hören. Aber er auch. Also, Aufwand, Abfahrt.
Und natürlich habt ihr auch in Kitzschi die Möglichkeit, an verschiedenen Orten einzusteigen, zum Beispiel in Kitzbühel, Jochberg, Kirchberg, Pasthurn, Hollersbach. Also die verschiedenen Orte bieten auch Einstiegspunkte in die Kitzschi-Welttour. Merkt euch das, denn auf der Internetseite könnt ihr dann eure eigene Skirunde zusammenstellen, wenn ihr hier vor Ort seid. Jetzt schnell in die 3 S-Bahn und wieder komplett rüber Richtung Skiwelt. Es ist so hart knapp, wir müssen so Gas geben. 14.45 Uhr. Und wir müssen jetzt noch rüber bis Brixen im Tale und dann noch mal bis in die Kaiserorte. Also wieder angekommen hier oben auf der Choralpe und jetzt haben wir den wilden Kaiser wieder im Blick. Abfahrt! Brixen im Tale, Westendorf, hier unten im Tal. Und von hier geht's jetzt hoch. Jetzt kommen wir beim vorletzten Lift an, 15.39 Uhr. Jetzt kommt sie, die vorletzte Abfahrt und wir müssen noch zum letzten Lift. Vor der Lift, Schließung um 16 Uhr. Ah, der Christian sagt, das packen wir. Wir schaffen das. Also. Los. Es ist der Wahnsinn, wir haben es tatsächlich gepackt. Es ist 15 Uhr, ja, 52. Wir sind in Elmau angekommen, hier an der Hausbergbahn. Und die bringt uns jetzt noch mal hoch in Richtung Göhlen. Christian, was für ein Erlebnis heute. Wir haben es geschafft. Wir stehen jetzt hier, genau da, wo unser erster Lift heute Morgen war, aus Göhlen raus. Der wilde Kaiser im Blick. Und du hast es möglich gemacht. Denn zwischenzeitlich, bin ich ganz ehrlich, habe ich geglaubt, das wird nichts mehr. In der 3S-Bahn, da war schon richtig knapp dran, aber du hast dran geglaubt. Natürlich, wir schaffen das, habe ich da gesagt. Und es ist sehr knapp geworden. Wir haben jetzt wirklich 16 Uhr. Gleich schließen die Lifte hier am Wilden Kaiser. Und es war unglaublich abwechslungsreich, was wir heute erlebt haben. Ich sage an dieser Stelle danke an dich, Christian, für das Guiding. Und an euch ganz klar der Tipp, wenn ihr diese ganz lange Skirunde angehen wollt, dann holt euch eventuell einen Local, außer ihr kennt euch sehr, sehr gut aus. Denn ein Skiguide hilft euch, die Runde perfekt zu fahren und die Lifte und Pisten zu treffen. Und das hast du heute gemacht. Danke. Und dann gehen wir jetzt ins Fazit zu diesem Video, zur längsten Skitour der Welt, zur Kids-Ski-Welt-Tour. Ihr habt es gesehen, unglaublich sportliches Ereignis. Wir haben wirklich bis ans Ende, bis ans Limit gefahren. Es hat Spaß gemacht, es richtet sich aber an der Stelle wirklich an alle Skifahrenden unter euch, die diesen, ja, richtigen Gaspedalmodus mögen, die da richtig sportlich reingehen wollen und dabei sehr abwechslungsreiche Pisten, unglaublich viele Panoramen und sehr, sehr viel Wegstrecke erleben wollen. Ihr habt gesehen, wir waren heute hier am Wilden Kaiser. Wir sind dann rübergezogen und haben einen Blick auf die Hohe Tauern gehabt. Also viel vielfältiger kann es nicht sein. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass euch das Video und diese Skitour gefallen hat. Alle weiteren Informationen findet ihr unten in der Beschreibung mit eben auch dem Link, wo ihr eure eigene Skitour, eure eigene Kids-Ski-Welt-Tour planen könnt. Und es sei ein Dank ausgesprochen an Felix, der fantastisch mitgezogen hat bei diesem Video und an Aileen, die das Video schneidet. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das ist jetzt genau hier eingeblendet vom Wilden Kaiser. Das sieht doch gut aus. Da sehen wir uns wieder. Direkt draufklicken. Bis dahin und tschüss.